So, herzlich willkommen zurück bei mir, THR Pictures Gaming, mit der The Crew Beta. Ich habe jetzt also eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstens, ich habe den Sound optimiert, ich habe jetzt Kopfhörer aufgesetzt und so, jetzt müsste man mich eigentlich richtig gut hören können. Der Nachteil ist, ich glaube, ich gehe da auch noch ein bisschen mehr in die Vorsichtigkeit. Der Nachteil ist, leider wurde mein erster Part schon in Deutschland gesperrt. Wegen der GEMA, der guten alten GEMA. Ja, und deshalb habe ich jetzt immer die Musik ziemlich leise gedreht. Ist schade drum, aber muss halt. So. Wir waren ja auf dem Weg nach Salt Lake City. Sind wir auch immer noch? Ja. Es ist jetzt Dienstag, der zweite Tag der Closed Beta. Wir haben noch ziemlich mitten am Tag. Na, okay. Kurz vor sechs, aber da habe ich noch wieder ein bisschen Zeit zu spielen und dann mal sehen. Aber der Joystick läuft jetzt schon besser, nachdem ich ihn ja nochmal kalibriert hatte. Tja, mal schauen. Nein, 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 nein. So, ah. Die Kurve kriege ich, oder auch nicht. Ja. Mal sehen, was es heute hier so bietet. Ich weiß auch gar nicht. Natürlich möchte ich schon auch ein bisschen weiterkommen im Spiel jetzt über die Woche. Ich weiß natürlich nicht, wie weit ich da komme. Das Ding ist, einerseits möchte ich ganz viel schaffen, aber andererseits möchte ich jetzt auch eher so ein bisschen die Landschaft dann auch wieder genießen. Und muss halt so ein bisschen Prioritäten setzen. Ich habe jetzt halt nicht ganz so viele Ziele, einfach deswegen, weil ich ja, wie ich schon sagte, mir jetzt schon sicher bin, dass ich das Spiel kaufen will. So gesehen sind natürlich jetzt gerade meine Ansprüche nicht so hoch, da was zu finden. Beziehungsweise jetzt also alle coolen Sachen zu sehen. Weil ich das dann natürlich immer noch kann, wenn ich es dann im November habe. Aber nein, ich möchte es auf jeden Fall unbedingt hier so viel trotzdem rausholen wie möglich. Ich möchte es richtig genießen. Juhu, jetzt geht's richtig los. So. Oh Gott, aber ich hoffe echt, dass das Radio jetzt vielleicht dann wenigstens leise genug ist, dass da keiner mehr jetzt kommt von der GEMA bzw. von Sony Media Entertainment oder Sony Music Entertainment, was auch immer das war, auf jeden Fall SME. Und da jetzt erzählt so, ja, Musik und passt nicht und Copyright und hast nicht gesehen. Ja. Also falls ich das, falls man da so drauf stößt, ich gebe mir wirklich allergrößte Mühe jetzt, die Musik so leise zu machen wie möglich. Und ich möchte sie halt schon eigentlich gerne noch hören. Oh, meine Güte, wie soll man denn da hinkommen? Gucken wir, ob es den. Da gibt es einen Ausgang! Oh mein Gott, selbst Salt Lake City hat Ausgänge. Es ist schön hier, echt. Die ganzen Lichterketten da und so. Yeah. Da drin also. Okay. Das lässt sich einrichten. Oder auch nicht.
Da muss man hochkommen. Das muss gehen. Dann hier erstmal. Gut, und wenn ich jetzt hier bin, dann irgendwie darüber. Wie soll es gehen? Okay, dann vielleicht hier. Ah, nein. Und wie komme ich da rein? Ich kann es jetzt auch... Was passiert, wenn ich da jetzt reingehe? Transportmittel. Dann kann ich jetzt... Achso, dann kann ich theoretisch woanders hinreisen. Coole Sache. Finde ich cool gemacht. Nochmal zusätzlich zu dem, dass man sowieso schnell reisen kann. Aber cooles Feature, falls man gerne ein bisschen realistischer schnell reisen möchte. Alter, ja hier. Das Auto ist schon ein bisschen breiter. Ja, soll ich den rammen oder was? So. Ich weiß gar nicht, wie viele von... Achso, erst 1 von 20. Hä, das kann nicht sein. Oh, ein Zug. Wie cool. Kann ich da auch einfach? Wohl nicht. Na gut, dann hier raus. Ups. Ja. Ich hätte mal nach vorne gucken sollen. Ich will nicht wissen, wie der Wagen aussieht. Oh, hält sich in Grenzen, hält sich in Grenzen. So. Wo ist der See? Da ist der See. Ist es alles der See? Das ist alles der See. Wie komme ich auf den See? So komme ich auf den See. Okay. Nein, dieser See ist definitiv kein Sandsee. Gut. Ah. Ist das... Das ist auch ein normaler See. Nein, ich will einen Salzsee. Irgendwo gab es doch einen Salzsee. Dann weiß ich jetzt schon mal, dass... Ist definitiv nicht so war, dass Salt Lake City so heißt, weil es einen Salzsee hat. Salt Flats. Hm. Okay. Wie wär's denn damit? Okay. Dann hat Salt Lake City vielleicht doch einen Salzsee. Okay, und danach geht's dann vielleicht mal nach New York, weil von wegen Dirt's Back. Ja. Yeah. Ich hätte, wie gesagt, also ich würde gerne auch noch ein bisschen Fortschritt machen, weil ich hätte halt auch echt gerne noch einen zweiten Wagen dann später. Vielleicht irgendwas, was man cool zu so einem kleinen Dirt-Car machen kann. Also, ich weiß noch nicht. Also, ich könnte mir so einen Ford Focus ganz gut vorstellen, so als Dirt-Car. Aber mal ganz blöd gefragt. Ich denke es eigentlich eher nicht. Es kann natürlich auch sein, dass das mit der GEMA nur so ein...
dass das mit der GEMA tatsächlich nur so eine Tarnung ist und vielleicht auch Sony sauer geworden ist, weil ich über Gran Turismo hergezogen habe. Ich weiß es nicht. Obwohl, okay, es ist ja eigentlich, es ist zwar Sony-exklusiv, aber es ist ja in dem Sinne keine Eigenmarke. Ach nö. Ach, da war direkt Polizeiwagen. Auch gut. Nein, ich dreh mich. Nein, Zug. Okay, das schaffen wir. Wir fahren jetzt vor den Zug. Lassen wir uns schieben. Mal gucken, wie doll wir da bei Schrott gehen oder was auch immer. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Der Zug kommt. Der Zug kommt. Wir werden langsamer. Alter. Okay, man kann sich vom Zug schieben lassen. Rein theoretisch funktioniert es. Man sieht dann nur bestimmt nicht mehr so schön aus von hinten. Och, geht. Hey! Ist das etwa Las Vegas? Außerdem, was ich auch sehr cool finde, ist halt dadurch, dass sie halt die ganzen USA gemacht haben und dann aber natürlich trotzdem ja komprimiert hier auf der Karte ist, das finde ich auch total toll, wie hier so diese Biome so sozusagen zusammentreffen, ne? Alle. Das ist so, wie wenn man eine gute Minecraft-Map erwischt hat. Mit einem guten Seed. Das ist cool mit den Driftpumpen. Da könnte man eigentlich noch gut Geld verdienen, so. Alter, muss ich dafür noch an Las Vegas vorbeifahren oder was, um zu diesem See zu kommen? Dann kann ich ja noch erstmal gleich einen Abstecher nach Las Vegas machen, oder ist das nicht Las Vegas? Das ist Vegas. Und das ist ein gecrashedes Game. Mal sehen. Ich lasse jetzt mal das Video laufen, weil theoretisch müsste es ja gehen. Theoretisch. Praktisch weiß ich nicht. Aber es dauert immer einen Moment, bis das Spiel startet. Es dauert ziemlich lange. Das dauert bei Watch Dogs schon lange, aber hier dauert das wirklich einige Zeit. Also, was man so unter einiger Zeit versteht, ne? Aber ich meine, so das Starten ins Spiel, okay, normalerweise dauert das ein paar Sekunden nur. Also das hier waren ja jetzt auch nur Sekunden, aber ein paar mehr halt. Weiß nicht. Also. Kann ich mal nachrechnen. Hier merkt man nur halt, also hier ist es nur halt so, dass man wirklich erst sich fragt, ob das Spiel nur startet oder nicht. Soweit geht's bei Watch Dogs nicht, aber ich weiß, dass es auch ein bisschen länger dauert als andere Spiele.
Ach so, ich hab Kohle. Ich hab noch Kohle. Ach so, ja, mein Gott, ach, das ist tatsächlich Las Vegas. Und Death Valley. Da sind die Salt Flats. Ich gehe trotzdem erstmal hier hin, bevor ich nach Las Vegas fahre. Alex, you're on Troy's Radar. Ja. Into the 510s. Check your map for missions and follow every lead you've got. Make a name for yourself. Compete. Work yourself into that organization. Hier ist eine Straße. How to do this, Zoe. You know how to drive, and that's why I chose you. Ach, ein Fluss oder was? Every connection you make, every race you win, and every mile you drive gets me closer to Coburn and you closer to your brother's killer. Do you understand? I do. Ja, ich verstehe es. Meine Güte. Hält ihr mich denn für so dumm? So dumm und Gomorra. Ha, 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 ha. Habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ja, man kann halt nicht alles können. Ich bin noch, also egal in welchem Rennspiel, im Driften bin ich echt nicht gut. Und das war schon wieder ein Polizeiwagen. Oh Mann, oh. Ey, warum echt jedes Mal, wenn ich mal gegen einen Wagen fahre, dann ist das ein Polizeiwagen. Hey, was für ein Pech kann man denn bitte schön haben? Aber das ist geil, dann kann ich gleich auf dem Salzsee. Ach cool, zwei verschiedene Polizeiwagen aus verschiedenen Staaten. Ist ja auch mal cool. Die sich hier gerade zufällig treffen. Nein, scheiße. Irgendwie in Richtung Salzsee weiter. Scheiße. Aber ich hoffe, dass ich dafür viele coole irgendwas Punkte kriege, wenn ich das hinkriege, den zu entkommen. Oh Gott, jetzt muss ich hier wieder richtige Driving Skills beweisen. Ich meine, ich könnte ja auch das Handling Model wieder von Hardcore runterstellen, aber nö. Ist schon ganz cool hier so mit Hardcore. Das lässt sich eigentlich sogar fast ein bisschen präziser steuern, nur es ist halt trotzdem immer noch eine sehr schnelle, sehr weiche Steuerung. Also, das ist bei anderen Spielen noch besser, aber ich, da finde ich auch, also, was für mich immer noch bei einem Spiel ist, also jetzt mal rein damit gesehen, wenn man es halt mit einem Joystick oder mit einem Lenkrad fährt. Da muss ich sagen, die Steuerung von den beiden Need for Speed Shift Teilen ist für mich da wirklich unübertroffen. Map? Kann ich nicht. Scheiße. Wo ist der Kacksalzsee? Bin ich jetzt drauf? Ja. Okay, ich bin gleich drauf auf dem Salzsee. Gut. Yeah, Salzsee! Alter, wie geil. Okay, das muss man auch wiederum sagen, das geht halt auch mit dem Joystick natürlich nicht so gut. Aber trotzdem mag ich es dann sonst lieber zum Fahren, weil es präziser ist. Nitro!
Lautgeschwindigkeit. Achso, das ist hier so für Drag Race, ne? Da sind hier doch immer diese... Da gibt es ja diverse... Erstens so Drag-Rennen auf den, diesen Salzsee. Und dann sind hier diese derbe coolen Überschall-Dinger hier. Und diesen komischen Überschall-Dingern kann das sehr lustig sein, wenn jemand mal den Film Red Race gesehen hat. Ah! Ist das da hinten eigentlich der Hoover-Staudamm? Nee, achso, das sind nur Lichter in einem. Okay, Lichter in einem Bündel. Komm, wir durchbrechen die Schallmauer! Oder auch nicht. Wenn das mal nichts war. Man kann ja auch mal ein bisschen driften üben. Das mit dem Einlenken und wieder zurück, das funktioniert ganz gut, so die Drift-Theorie insofern. Hier bei dem Handling. Ach, geil. Das finde ich sowieso toll. Also, dass hier bei The Crew Leute rumlaufen, das fand ich schon bei Driver San Francisco extrem cool. Deswegen, okay, es ist natürlich nicht... Es ist jetzt nicht GTA, ne? Oder so. Aber das... Oder Watch Dogs oder sowas. Aber das stört mich auch gar nicht, denn ich meine, es ist so... Dafür können es halt auch Kinder mit 12 Jahren spielen. Also, legal... Und es ist halt einfach, es ist halt auch ein Rennspiel einfach, das ist halt auch der Unterschied. Es ist ein Rennspiel und es wirkt aber nicht so leer wie Need for Speed oder so, was halt einfach, da gibt es halt zum Beispiel bei Need for Speed Undercover, das habe ich damals geliebt, das Spiel. Aber ich fand es immer einfach leer auf den Straßen. Total unrealistisch leer und das hat man hier halt nicht, das ist einfach genial. Und wo ich, was mir auch noch so eingefallen ist,
Noch so, ich weiß gar nicht, ob das gestern Abend oder heute Morgen war, aber da ist mir noch eingefallen, auch was ich, einerseits ist es ja eine ganz schöne Sache, aber was ich auch irgendwie schade finde bei Rennspielen immer ist, das ist natürlich für den Markt, das ist natürlich ganz toll für die Leute, die es verkaufen, aber es ist ein bisschen schade, dass finde ich bei den Rennspielen es keine Rennspiele gibt, die sich gegenseitig ablösen können. Also ich könnte jetzt, wenn ich so nachdenke, von den Rennspielen, die ich halt so habe, könnte ich auf keins verzichten. Also auch wenn ich jetzt eine Crew habe, hätte ich nach wie vor den Drang, Test Drive 2 zu spielen. Und ich hätte nach wie vor den Drang, Gran Turismo oder Need for Speed Shift zu spielen. Und da muss ich auch sagen, oder Forza halt auch, wenn ich es hätte, aber da muss ich halt auch sagen, dass da halt selbst Gran Turismo und Need for Speed Shift, die an sich recht ähnlich sind, dass selbst da das eine nicht das andere ersetzen kann, weil es einfach so ist, bei dem einen fehlt dann doch wieder was, was das andere hat. Naja, ich merke gerade, ich müsste den Part jetzt hier wieder verenden. Mit dem schönen Blick auf Las Vegas, ich glaube, das ist doch was, wo man sich dann für den nächsten Part drauf freuen kann. Also, bis da. Kommen wir wohl im nächsten Part in Las Vegas an. Da freue ich mich drauf. Mal gucken, ob wir da schon was machen können. Ansonsten geht es danach, glaube ich, dann doch nochmal nach New York, um uns das Dirt Upgrade zu holen.